Und wenn mal kein Schiff vorbei, dann ist das gar nicht schlimm. Weil wir Piraten immer glücklich sind, denn wir Piraten haben Freunde. Und das ist wichtiger als Geld. Ja, wir haben Freunde auf der ganzen Welt. Noch einmal, wir sind Piraten und warten aufs volle Ladeschiff. Sehen unsere Kanonen, denken wir aus der Zirren. Danken wir zum Kapitän, rufen gelb und alle weg. Wir Piraten sind die Größten, uns gehört die ganze Welt. Wir sind Piraten und warten aufs volle Ladeschiff. Mit unseren Kanonen lenken wir aus der Zirren. Danken wir zum Kapitän, rufen gelb und alle weg. Wir Piraten sind die Größten, uns gehört die ganze Welt. Hallo, ich bin Christoph. Seit vielen Jahren mache ich Musik mit Kindern in Kitas und Schulen. Die ausgelassene Stimmung und die Fröhlichkeit der Kinder ist für mich immer etwas ganz Besonderes. Auch hier an einer Grundschule im Süden Deutschlands macht es wieder großen Spaß. Alle Kinder sind mit großer Leidenschaft dabei, so auch Emma. Wisst ihr, was ich meine? Ihr habt keinen dicken Bauch und eine Warze vermisse ich auch. Einmal in der Woche singt sie in einem Kinderchor in ihrem Heimatort. Ich möchte mehr über sie erfahren und besuche ihre Familie. Zu ihrer Familie gehören Schwester Lilly, ihr Bruder Hannes, Mama und Papa. Wir frühstücken zusammen. Der Hannes ist ein Baby? Ja. Und du bist du dann eine Oma? Ja. Habe ich schon gedacht, ne? Sondern sehr alte Oma. Ich erfahre von ihren Eltern, dass sie sich sehr darüber freuen, dass Emma auf einer Schule sein kann, auf der alle Kinder so gut wie möglich begleitet und unterstützt werden. Sozusagen eine Schule für alle Kinder. Egal, welche Talente und Begabungen sie mitbringen. So eine Schule ist in Deutschland nicht einfach zu finden. Ihr Vater sagt mir, dass Emma auf ihrer Schule sehr glücklich ist. Aber was brauchen Kinder eigentlich, um glücklich zu sein? Ich frage sie einfach mal. Meine Familie. Meine Familie, meine Klasse, meine Freunde, meine Nachbarn. Ja. Meine Mutter und meine Familie. Also gesagt, meine Familie. Und meine Freunde. Meine Familie. Und mein Hund und Freunde. Also auf jeden Fall Haustiere, meine Familie, eine Wohnung, Freunde, Familie. Ja klar. Um glücklich zu sein, brauchen Kinder natürlich andere Kinder und ihre Eltern, ihre Geschwister und manchmal auch Tiere. Ich frage weiter, was macht dich traurig? Dass ich bei manchen Spielen nicht mitspielen darf. Sehr traurig. Gar nichts. Wenn keiner mit mir spielt,
Keiner? Ja, wenn keiner nicht spielt. Ja, wenn du keine Freunde hast. Wenn irgendjemand gestorben ist oder wenn mich andere ärgern, wenn mich welche schlagen. Traurig macht mich, wenn ich zum Beispiel krank bin und nicht in die Schule kann oder wenn eine Lehrerin oder Freundin krank ist. Wenn mich jemand schlägt oder wenn zu mir jemand schlimme Wörter sagt. Manchmal können Worte richtig wehtun und dich so verletzen wie Schläge. Mir wird klar, für Kinder ist es wichtig, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Es macht sie traurig, wenn sie ausgeschlossen werden. Mich interessiert noch etwas. Wenn Kinder das Recht hätten zu bestimmen, wenn sie also Königin oder Bürgermeister wären, was würden sie dann tun und was würden sie ändern? Ich würde nicht mehr so viel Plastik verkaufen, weil das ja immer im Meer rumschwimmt und alles. Also ich würde verändern, dass alles kostenlos ist. Eigentlich gar nicht, weil ich das hier so mag. Alle Menschen glücklich gemacht, hätte ich. Und wie? Mit Liebe. Dankeschön. Die Antworten der Kinder bringen mich zum Nachdenken. Ob Kinder überall auf der Welt ähnliche Bedürfnisse haben? Wie ist das zum Beispiel in den Ländern Afrikas? Was macht Kinder dort traurig? Und was brauchen sie, um glücklich zu sein? Ich mache mich auf den Weg und fliege nach Tansania. Dort treffe ich Grace. Sie arbeitet für die DAHW, Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe, und kümmert sich darum, dass auch Kinder mit schweren Erkrankungen oder Behinderungen zur Schule gehen können. Wir fahren in den Norden Tansanias. Sobald wir die Stadt hinter uns gelassen haben, werden die Straßen immer schlechter und Juma, unser Fahrer, hat alle Hände voll zu tun. Wir sind an der Koyaga Grundschule angekommen. In den langen Gebäuden findet der Unterricht statt. Wie in den meisten Häusern gibt es weder Strom noch fließend Wasser aus der Leitung. Und in jeder Klasse sind mindestens 70 Schülerinnen und Schüler. Hier wird viel Musik gemacht. Dabei ist immer der ganze Körper in Bewegung. So viel Energie. Ich bin begeistert. Auch ich habe einige Mitmachlieder im Gepäck. Wir treffen uns unter dem großen Mangobaum. Yeah.
Grace übersetzt das Lied von den Elefanten auf dem Spinnennetz. Okay, 38 elephants, they are walking on a spider net. Then they shout, Save me, Panakasi! Let's gonna get one friend. Hooray, Panakasi! Das hat großen Spaß gemacht. Neben den Liedern habe ich aber auch meine Fragen im Gepäck. Ich frage auch diese Kinder, was sie brauchen, um glücklich zu sein. Grace hilft mir beim Übersetzen. Kucheza na wenzetu. Kucheza mpira. Wenn ich mit anderen Kindern spiele, zum Beispiel Fußball, Seilhüpfen, Fangen, das macht mich glücklich. Kucheza, spielen. Na kusoma, lesen. Nene na frei, kucheza na wenzangu. Wenn ich mit anderen Kindern spiele. Maana mimi nikiwa na wenzangu, kama tunasoma tunasoma. Wenn ich mit meinen Freunden zusammen lese. Oder Ballspiele. Mich macht es glücklich, wenn ich spiele und singe. Und was macht dich traurig? Mich macht es traurig, wenn andere Kinder sich über mich lustig machen und nicht mit mir spielen wollen. Wenn andere Kinder sich über mich lustig machen, das macht mich traurig. Wenn ich geschlagen werde. Wenn andere Kinder mich beleidigen. Wenn ich mit einem Stock geschlagen werde. Und was würdest du ändern, wenn du Königin wärst? Ich würde Kindern helfen und Schulen und Toiletten bauen. Ich würde mich freuen, Kindern mit Behinderungen helfen zu können. Ich würde Kindern helfen, die keine Eltern haben. Ich würde eine Lehrerin werden. Wir verabschieden uns von der Schule und fahren weiter. Mit an Bord ist Jessica. Grace hat noch eine Verabredung mit ihren Eltern. Auf der Fahrt unterhalten wir uns über die Antworten der Kinder. Mir fällt auf, dass einige Kinder sehr schüchtern sind. Grace erzählt mir, dass die Kinder hier nicht gewohnt sind, danach gefragt zu werden, was sie denken, fühlen oder sich wünschen. Auch eine weitere Äußerung von Grace stimmt mich nachdenklich. Lehrkräfte in Tansania dürfen einen Stock benutzen, um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Das tut weh und macht den Kindern Angst. Wir erreichen das Haus von Jessica und ihren Eltern. Drei ihrer Geschwister sind schon ausgezogen. Vier weitere Geschwister sind bereits gestorben
Jessica hatte als kleines Kind eine Hirnhautentzündung und sieht dadurch sehr schlecht. Mit der Hilfe von Grace und der DAHW kann Jessica jetzt auf eine ganz normale Schule gehen und bald an den Augen operiert werden. Ihre Eltern sagen uns, dass Jessica sehr glücklich ist, wenn sie mit den Kindern aus ihrer Schule spielen kann. Besonders traurig macht sie es, dass ihr bester Freund vor kurzem gestorben ist. Wir verabschieden uns von Jessicas Familie. Unsere Reise führt uns weiter entlang des Viktoriasees, um die Schülerinnen und Schüler der Chumbi R Primary School zu besuchen. Auf diese Schule gehen auch Leo Kadia und Magai. Beide haben keine Eltern mehr, die für sie sorgen. Sie wohnen bei einer alten Frau, einer traditionellen Heilerin. Leo Kadias Eltern sind vor einigen Jahren gestorben. Lange Zeit waren ihre Ohren stark entzündet. Sie konnte nichts hören. Viele Kinder wollten nicht mehr mit ihr spielen, weil der Eiter in ihren Ohren so unangenehm gerochen hat. Durch die Kontakte von Grace und mit Spendengeldern der DAAW konnte ihr geholfen werden und sie hat ein Hörgerät bekommen. Magai ist 14 Jahre und darf seit einem halben Jahr zur Schule gehen. Grace hat ihm zu seinem Recht verholfen, eine Schule zu besuchen und dort lernen zu können. Er hat viel nachzuholen, deswegen besucht er vormittags die erste Klasse und am Nachmittag die zweite Klasse. Vor kurzem hat er seinen ersten Rollstuhl bekommen. Leo Kadia und einige Klassenkameraden gehen mit Magai zur Schule. Was für ein toller Empfang. So viel Spaß am Singen und so viel Leidenschaft. Und Leo Kadir und Magai mittendrin, einfach super. Wir machen noch etwas Musik direkt am See. Ein Sturm zieht auf und viele Insekten schwirren herum. Hey Juma, everything is all right? Halb so wild. Ich möchte auch diese Kinder noch fragen, was sie brauchen, um glücklich zu sein. Napona michezo.
Mich macht es glücklich, wenn ich andere Kinder beim Spielen sehe, dann möchte ich auch gerne mit ihnen spielen. Wenn ich mit meinen Freunden spiele, Süßigkeiten, Fußball spielen, Video, vitu ambavyo nalifanya niwe na furaha kwa vile mlinipa hii baskeli na nyenye ni furaha. Was mich glücklich macht, ist, dass ihr mir den Rollstuhl gegeben habt. Das macht mich glücklich. Als ich noch keinen Rollstuhl hatte, musste ich zur Schule krabbeln und kam erst um 10 Uhr an der Schule an. Seit ihr mir den Rollstuhl gegeben habt, bin ich sehr glücklich. Ich würde noch gern eine Matratze haben und ein Bett. Und was macht dich traurig? Wenn andere Kinder mich schlagen. Wenn du geschlagen wirst, bist du nicht glücklich. Und wenn du von anderen Kindern verschlagen wirst. Wenn ich nicht zur Schule gehen kann. Wenn sie mir kein Essen geben. Wenn du ungehorsam bist, wirst du geschlagen. Ich wurde von meiner Mutter zurückgelassen, in dem Haus dieser alten Frau. Meine Mutter brachte mich dorthin, ging einfach weg, ohne sich von mir zu verabschieden. Ich habe sie bis heute nicht mehr gesehen. Meine Mutter und mein Vater haben mich hier gelassen, in dem Haus dieser alten Frau. Ich weiß nicht, wo sie sind. Und was würdest du ändern, wenn du Königin wärst? Ich würde gern alten und gebrechlichen Menschen helfen. Ich würde ihnen Essen bringen und so. Und andere Dinge, die sie brauchen. Wenn ich ein Präsident wäre, dann muss ich helfen. Dann muss ich Menschen mit Behinderung helfen. Ich würde den Menschen sagen, ich war mal wie ihr. Und dann wurde mir geholfen, dass ich zur Schule gehen kann. Mir wurde ein Rollstuhl gegeben. Jetzt bin ich an der Reihe, euch zu helfen. Ich würde Schulen bauen, wenn es keine Schulen gibt. Und Toiletten. Ich würde meiner alten Frau helfen, die auf mich aufpasst, weil meine Mama nicht da ist und mein Papa. Auf meiner Suche nach Antworten wurde mir klar, welch Glück es ist, wenn Kinder bei ihren Eltern aufwachsen können und wie bedeutsam es ist, wenn Kinder ohne Gewalt begleitet und erzogen werden. Auch ist es nicht selbstverständlich, täglich etwas Nahrhaftes zu essen und sauberes Wasser zu haben. Dabei ist das so wichtig, um gesund und voller Energie zu sein. Die Kinder zeigten mir, dass es wichtig ist, gute Freunde zu haben und Teil einer Gemeinschaft zu sein. Hier endet meine musikalische Reise. Ich habe viele tolle Lieder und interessante Menschen kennengelernt. Und ich habe viele Antworten auf meine Fragen erhalten. Die grundlegenden Bedürfnisse von Kindern wurden bereits erkannt und in den Kinderrechten festgehalten. Die Vereinten Nationen haben 41 Rechte festgelegt, die für alle Kinder der Welt gelten. Und fast alle Länder haben damals versprochen, die Kinderrechte in ihrem Land zu garantieren. Und trotzdem werden sie jeden Tag weltweit missachtet und gebrochen. Wer aber kümmert sich eigentlich darum, dass die Rechte der Kinder auch eingehalten werden? Sind es die Staatsoberhäupter? Sind es die Erwachsenen? Sind es die Kinder selbst? Oder
sind wir irgendwie alle dafür verantwortlich? Du hast das Recht zu leben und dich bestmöglich zu entwickeln. Du hast das Recht, von deinen beiden Eltern erzogen und gefördert zu werden. Du hast das Recht auf Schutz, damit du weder körperlich noch seelisch misshandelt, missbraucht oder vernachlässigt wirst. Du hast das Recht auf besondere Förderung und Unterstützung, falls du behindert bist. Du hast das Recht auf bestmögliche Gesundheit. Du hast das Recht auf eine gute Schulbildung. Hör mal zu, ich mein dich, ja du, ich möchte dir was sagen, möchte dich was fragen. Hör mal zu, bitte sei mal still, weil ich dich was fragen will. Warum kann ich am Tag die Sonne sehen? Warum kann in der Nacht der Mond am Himmel stehen? Warum leuchten die Sterne hell? Warum vergeht die Nacht so schnell? Ja, das sind Fragen über Fragen. Kannst du mir die Antwort sagen? Denn eine Antwort habe ich nicht. Und darum frage ich dich. Nein, eine Antwort habe ich nicht. Und darum frage ich dich. Hör mal zu, ich mein dich, ja du, ich möchte dir was sagen, möchte dich was fragen. Hör mal zu, bitte sei mal still, weil ich dich was fragen will. Wohin geht das Licht, wenn du es ausknippst? Wohin geht das Wort, wenn du es aussprichst? Warum kommt nach der 2 die 3? Und warum folgt dem April der Mai? Ja, das sind Fragen über Fragen. Kannst du mir die Antwort sagen? Denn eine Antwort hab ich nicht. Und darum frag ich dich. Nein, eine Antwort hab ich nicht. Und darum frag ich dich. Hör mal zu, ich mein dich, ja du, ich möchte dir was sagen, möchte dich was fragen. Hör mal zu, bitte sei mal still, weil ich dich was fragen will. Wieso ist das alles so, wieso gehen Bäume nicht aufs Klo? Warum ist der Fuchs so schlau, das wüsste ich gern genau. Wieso ist das alles so, wo schlafen Fische, sag mir wo? Haben die denn auch ein Bett, eine Antwort? Fänd ich nett. Und wieso gibt es für Hunde eine Leine und für böse Menschen gibt es keine? Ja, das sind Fragen über Fragen. Kannst du mir die Antwort sagen? Denn eine Antwort habe ich nicht. Und darum frage ich dich. Nein, eine Antwort habe ich nicht. Und dann